Terroranschlag in Ankara. In der türkischen Hauptstadt sind bei einer Explosion mehrere Menschen verletzt und getötet worden. Der Anschlag ereignete sich vor dem Gebäude des staatlichen Luft- und Raumfahrtkonzerns Turkish Aerospace. Hier werden Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen produziert. Auf X, ehemals Twitter, verbreiten sich mehrere Aufnahmen von Schüssen und der Explosion. Auch erste Bilder der Attentäter sind in den sozialen Medien zu sehen. Mindestens zwei bewaffnete Personen dringen in das Gebäude ein, schießen um sich. Mitarbeiter und Besucher des Konzerns konnten sich in einem Bunker in Sicherheit bringen. Trotzdem kommt es wohl zu einer Geiselnahme. Zu den Hintergründen des Anschlags ist noch nichts bekannt.